Jubel, Jubel, Jubiläum, es geht Z zum Level Up, 7 Jahre Russian Fishing 4. Die Patch Notes sind draußen und wir schauen natürlich rein, was ist neu, was hat sich getan, was gibt es zum 7. Jahrestag des Games. Also, gucken wir mal eben rein. Liebe Angler, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir feiern 7 Jahre RF4. Pah, 7 Jahre. Wir hätten nie erwartet, dass das Spiel einen solchen Umfang erreicht. Und das liegt an euch. Na klar. Ein herzliches Willkommen an alle, die neu dabei sind. Und ein riesiges Dankeschön an diejenigen, die uns schon so lange begleiten. Wir freuen uns sehr, auch in Zukunft mit euch die fantastische Welt des Angelns zu erkunden. Und natürlich feiern wir diesen Geburtstag mit einigen besonderen Herausforderungen, einzigartigen Belohnungen und neuen exklusiven Rollen. Schauen wir natürlich gleich rein. Zum Wohl. Hier anstoßen und so. Ah, Petri. Alter, wieder in aller Herrgottsfrüh, ich sag euch, ne? Deswegen erstmal nur mit dem Kaffee anstoßen. Heute Abend können wir uns erstmal schön einen gönnen. So, wir treffen uns am Wasser. Was wurde getan? Patch Notes. Jubiläumsherausforderungen wurden hinzugefügt. Melde dich vor dem 22.06. Also, ein Monat hat man Zeit. 11 Uhr an im Spiel. Und schließe die nächsten 60 Tage die Jubiläumsherausforderung ab, erziele einzigartige Belohnung und so weiter und so fort. Also, ein Monat Zeit. Heißt, wenn du jetzt irgendwie gerade im Urlaub bist und so Sachen, wer leistet sich schon 6 Wochen Urlaub? Also, wenn du jetzt gerade im Urlaub bist, dann hast du jetzt erstmal 4 Wochen Zeit, um dich anzumelden. Sobald du dich einmal angemeldet hast, vor dem 22.06. läuft quasi der Timer ab, so wie bei mir. Ich habe mich jetzt gerade angemeldet und dann läuft der Timer ab und dann läuft das Ganze eben 60 Tage und dann hat man 60 Tage lang Zeit, die Herausforderung abzuschließen. So ähnlich war es auch beim ersten Mal mit den Herausforderungen zum Weihnachtsevent. Und wir gucken uns die Herausforderung natürlich gleich noch im Detail an. Dem Angelladen wurden neue Anniversary-Rollen und von Beluga und so weiter zugefügt. Jetzt gucken wir da natürlich mal direkt rein. Oha. Oha, oha. Tree and Everest. 8000. Tree and Everest 8000. 22 Kilo. Schnurkapazität. Medium für 11.022 Kilo? Yo! Also, die Rolle befindet sich auf Tagara 8000 Level. Vergleichsweise etwas mehr Schnurkapazität bei etwas mehr Bremskraft und günstiger. Also Start, wenn man es mit der Tagara 8000 vergleicht, 14.000, die liegt bei 11.000. Oder einer Admiral vielleicht. Oder einer Everest, genau, der Everest 2. Wobei die Everest 2 langsamer ist von der Übersetzung und dadurch eine bessere Kraftübersetzung hätte. Und dann ein bisschen günstiger. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das für 11.000? Ich würde momentan erstmal sagen, nee, weil wofür? Also wenn es dir rein optisch gefällt, go, go, let's fats, Anniversary Edition, eine 8000er, 22 Kilo Schnurkapazität normal. In der Preislage, wie gesagt, Einsatzbereich
Nee, da glaube ich eher was anderes. Okay, das ist special. Die Azimut als Zehntausender ausschließlich für Gold. Cooler Style auf jeden Fall. Ja, sehr cooler Style. Auch nicht so ein richtiges Schwarz, sondern so ein ganz dunkles Anthrazit. Hat was. Ich bin kein Riesenfan der Azimut. Ich gucke gerade mal eben rein. Azimut Blue, gibt es da irgendeine Veränderung? 5,27 Kilo, nee, keinerlei Veränderung. 4,5, genau, Schnurkapazität genauso gering. Also auch das, ja, nice to have aus rein optischen Gründen. Über den Preis, ja gut, mit dem Preis, wenn man Bock hat, wie gesagt, mit Gold reinzucashen, zu dem Preis, ist das natürlich im Verhältnis zum Silberpreis, also dem normalen Silberpreis, kann man das natürlich machen, 40% Rabatt sozusagen. 21.600 Silber wäre Normalpreis für die Azimut Normalversion. Hier jetzt die 7 Years Edition mit 40% auf dem Goldpreis. Ja, okay. Aber wie gesagt, das Teil ist allgemein gesagt nicht unbedingt eine Kaufempfehlung gewesen. Also kann man machen, ist immerhin eine gute Rolle, ist Jammern auf hohem Niveau, aber es gibt Besseres. So, nächstes Teil, Turion 7 Years Edition. Oh, das ist auch krass. Hier unten mit diesem, was ist das, so gebürstetes Alu oder sowas. Ja, komm. Also, stylmäßig können sie ja schon, ne? 30.000er. Auch nur für Gold. 7 Years Edition Anniversary. Jawollo, die dicke, fette 30.000er Turion. Ja, das ist mal sexy. Das ist mal sexy. Eine der krassesten Rollen im Game fürs absolute Endgame. Ja, und für die... Oh ja. Das sieht schon cool aus. Nicht schlecht. Ja, cooles Ding. Cooles Ding. Das lohnt auf jeden Fall. Die Rocket Jet. Na guck, die Rocket Jet mal in Schwarz-Silber. Jahrelang der absolute Klassiker. Finde ich cool, dass diese Oldschool-Rolle hier mal so ein bisschen wieder... bisschen wieder rein ins Spiel gebracht wird durch diese Aktion. Jetzt gucken wir gerade mal eben rein. Habe ich die noch irgendwo? Ich glaube gerade nicht. Die Rocket Jet 7 und 8000er. Wait, da muss ich doch nochmal eben gucken. Habe ich die auf einer anderen Liste? Da ist sie doch. Rocket Jet. Das ist jetzt hier SG7. Und wir haben hier, können wir das vergleichen? Etwas schnellere Übersetzung, 27,2 an Bremskraft. Theoretisch, wenn die das ähnlich hat, 127 Kilo Getriebekraft. Also das war der erste Prügel, der auch lange Zeit immer gut war fürs Welsangeln mit geschlossener Bremse. Preislich ist die jetzt hier sogar ein bisschen teurer. Sterne qualitätsmäßig auf gleichem Niveau, also alles 5 Sterne. Ja, Schnurkapazität auch hier jetzt ein bisschen mehr gerade aktuell. Und dann gibt es das ja auch nochmal als 8000er und das gab es vorher nicht. Ja, grundsätzlich kann man da tatsächlich überlegen. Jetzt die Frage mit dem Wurfgewicht. 31 Gramm Wurfgewicht, hier sind es 18 Gramm. Das ist tatsächlich zu überlegen. 18 Gramm Wurfgewicht, 126 Kilo Getriebekraft. Schnurkapazität müsste man tatsächlich einfach mal einen Testkauf machen, dicke, fette Schnur drauf machen und dann schauen, ob das reicht von der Schnurkapazität, ob einem das genügt. Also je nachdem, was für ein Einsatzbereich. 8000er hat natürlich nochmal deutlich mehr Schnur drauf. Ja, wäre zu überlegen, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ein guter alter Klassiker, nochmal ein bisschen neu aufgelegt. Warum nicht? Phantom Super. Jawollo. Auch hier. Als Special Edition.
oder? Haben wir da irgendwo noch was drauf? Zumindest ein anderes Design drauf, oder? Ja. Etwas anderes Design. 25.000. Ja, absolut krasses Gerät. Schaut euch mal hier das Wurfgewicht an. Für eine 2000er mit 11 Kilo Bremskraft. Also mit diesen Werten ist das der absolute Burner im Leitangeln. Richtig, richtig, richtig krass. Heftiges Teil. Hatte ich auch mal ein Video mitgemacht. Also das Teil ist schon ziemlich krass, aber natürlich etwas für Spieler, die einfach keine anderen Sorgen haben im Game. 25.000 für ein Light-Setup. Dazu braucht man natürlich noch eine passende Route, eine Light-Route, eine 2000er sozusagen, eine Light. Das ist heftig, das Teil. Aber für alle, die Bock drauf haben und ja, wie gesagt, keine anderen Sorgen im Game, auch sehr cool. Rein da, schönes Ding. Boah, lohnt sich auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz krasse Rolle. Was haben wir hier? Phantom Super 7 Years. Okay, wait a minute. Phantom Super, okay. Das ist die 7 Years Edition. Ausschließlich für Cash. Und das hier die moderne Version. Ja. Ja, ganz anderer Style, ne? Auch sehr cool gemacht. Da haben wir es nochmal drauf. 7 Years Edition. Also wenn man eh überlegt, sich das Ding für Gold zu kaufen, 80,3 an Gold. Ja, dann wäre natürlich auch hier die moderne Version durchaus eine Option. Krass, gibt es von den Werten einen Unterschied? 3,2, 11 Kilo, 123. Nee, exakt gleich. Übersetzung 8,11. Ja, exakt gleich. Ja, also krasses Gerät. Einmal als Klassiker und einmal als 7 Years Edition. Dann haben wir hier nochmal die Rocket Jet. Aha. Aha. Aha, ich wollte schon sagen. Nochmal die 7 Years Edition. 8000er. Jawollo. Ja, auch sehr sexy. Oh, kommt auch ganz böse das Ding. Ja, mit der Ätzung drin. Ja, sehr cool, ey. Alter Faller, ey. Leute, Leute, Leute. Krasse Designs. Richtig, richtig cool gemacht. Sehen wir hier die Spiegelung noch ein bisschen. Und die Ätzung da oben drin. Ja, hier so ein bisschen, ne? Sehr, sehr, sehr cool. Also, das macht doch Bock. Durchaus, wie gesagt, eine Option. Jetzt kommen wir hier nochmal zu diesen kleineren. Die Desert Sand. Desert Sand, müssen wir mal eben gucken. Oha, 8000er. Okay, durchaus, ja genau. Das ist dann einfach nochmal eine andere Optik. Alter Falter, Desert Sand. Auch nicht schlecht. Dieses Creme. Hat so ein bisschen so ein Retro-Style allerdings auch, ne? Mit diesen Cremefarben. Warum nicht? So, was haben wir hier? Nochmal eine Tiger. Die Tiger. Oha, warte mal. Das ist die Tiger 25 7 Jahre Edition. Da ist sie doch. Die Tiger. Die Tiger C2S Anniversary. Okay, das ist auch krass. Ist auch so ein bisschen Retro-Style-mäßig. Schön hier mit der Mechanik so offen. Jawollo. Ja. Ja, aber das ist halt so ein Retro-Style eher. Kann man machen. Tiger, jetzt gucken wir gerade mal von den Werten. Ja, doch, hier mit dem Silber, alles hier komplett in Metall. Das ist halt so richtig schön klassisch. Mal eben klack den Hebel, um so schön grob die Mechanik zu sehen. Was heißt grob? Das ist ja schon alles sehr, sehr, sehr fein. Quasi wie so ein offenes Uhrwerk, ne? Sehr, sehr cool. Mit 800 passt das. Sind wir da auf dem richtigen Gerät hier? Krasses Wurfgewicht. Das ist nichts Leichtes. Übersetzung 4, Preislage
Also, Preislage, die Tiger C. Ah, Moment, das ist die 30er. Das ist die 30er. Ich war hier auf der 20er. Hier oben steht C2. Ah, deswegen war ich auf der 2er gerade, aber es ist die 30er hier drin. Also, genau, Größe 30 konventional. Tiger C3. Tiger C, wahrscheinlich ist C3. Maybe. Oder, naja, egal. So, gucken wir mal eben rein. Preislage hier leider auch nur für Gold, aber das ist ja klar bei diesen ganzen Sondereditionen im Moment oder diese 7 Years Edition, die sind halt meist alles nur für Gold. Wir haben hier eine Bremse von 15,4, Schnurkapazität exakt die gleiche, 819 Meter passen drauf, Getriebe von ungefähr 109 Kilo, also auch das passt. Wurfgewicht ist super hoch, also da muss man wirklich gucken, was man damit noch werfen kann und vor allem, wenn man das verwenden will für Welsangeln und sowas, welche Route man da eben verwenden kann. 54 Kilo ist schon, 54 Gramm ist schon verdammt hoch, also das ist nichts, was man halt universal dann verwenden kann. Übersetzung ist ordentlich, hier gibt es jetzt einen zweiten Gang, den gibt es normal nicht. Eine 4,2er zur Übersetzung ist, ich sag mal, semi-schnell und der Kraftgang ist semi-kraftvoll. Also die richtig kraftvollen haben eine 1, Übersetzung und die schnelleren, ja, haben einfach hier einen höheren Wert als 4,2. Also das Ding wäre eine Überlegung, ist aber auch nicht der ultimative Burner jetzt sozusagen, wenn man sagt, oh geil, ich gönne mir was fürs Nordmeer. Ich sag mal, fürs mittlere Angeln am Nordmeer durchaus eine Option, aber nicht fürs absolute Endgame. Ja, da landen wir dann eher bei dem Teil natürlich. Alter Falter hier. Der Automat in so einem, was ist das? So ein milchiges Grau so ein bisschen. Ja, ist okay. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Kontrast gewünscht. Vielleicht so ein bisschen dunkler wie der Griff. Anniversary Raptor. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ist nicht so ganz mein Style. Aber durchaus eine Option, wenn man da eh reincashen will in das Gerät und sich eine Raptor Special Edition leisten will, dann auch sowas. Ja, das sind die neuen. Guck mal hier nochmal eben kurz rein. Das sind die neuen Rollen. Dann haben wir hier immer noch, genau, nach wie vor alles, was neu ist, aus dem letzten Update. Genau, alles unter Kategorie neu noch zu finden. Übrigens sensationell. Immer noch die Evia 6000. Gestern ja nochmal kurz einen Blick reingeworfen auf den Verschleiß und das sieht ja schon mega gut aus. Also sackstabiles Gerät hier. Immer noch eine absolute Kaufempfehlung. Hier kann man auch auf jeden Fall mal reincashen. Das Teil lohnt sich. So, da haben wir erstmal das durch, was alles neu ist. Und dann gucken wir nochmal schnell rein. Was gibt's denn noch? Dem Angelladen wurden neue Anniversary. Genau, das hatten wir. Behoben beim Einsatz einer Futterschleuder, Cobra oder eines Futterballs auf dem Boot. Okay, es gab irgendwelche Bugs. Ne? Charakter hat sich zur Basis geportet. Okay, behoben. Swinger am Rodpot. Okay, gucken wir uns auch nochmal an. Dann auch behoben. In einigen Fällen konnte ein Rodpot mit einer daran montierten Angelrute aufgenommen werden. Aha, okay. Na gut, das sind jetzt alles so ein paar Bugfixes sozusagen, die behoben worden sind. Das ist gut. Der Wechsel führte dazu, dass die Köder nicht geändert wurden. Okay, fehlende Übersetzung ins Deutsche sind jetzt auch mit drin. Da hatten wir ja zuletzt die Montage. Ich greife einfach mal eben hier rein. Und dann gucken wir doch mal direkt hier in die Montagen rein. Und zwar war das, glaube ich, beim Sigrig. Das Sigrig ist eine Montage, die zum Angeln von Karpfen in verschiedenen Wassertiefen
und sogar an der Wasseroberfläche eingesetzt werden kann. Spasiba. Sehr schön. Haben wir jetzt also auch nicht nur auf Russisch da stehen, sondern eben auch auf Deutsch. Wenn die Wassertemperatur niedrig ist, kann der Karpfen in wärmere obere Schichten aufsteigen, die mit dem Sig-Rig erreichbar sind. Na siste. Passe die Länge des Vorfachs an, um die Tiefe des Rigs zu steuern. Ja, das ist ja das, was wir jetzt schon quasi letzten Tage auch gemacht haben, schon ein bisschen probiert haben. Und da bin ich ja auch gespannt, wie das gleich ist, ob es vielleicht auch schon Änderungen gibt jetzt hier gleich am Kupfersee mit den Wassertemperaturen. Auf dem Sig-Rig wird ein künstlicher, schwimmender Schaumstoff als Köder verwendet. Dieser Foam, genau, in Verbindung mit aromatischen Dips kann das Rig hervorragende Ergebnisse erzielen. Ich bin mega gespannt, was uns da noch weiter erwartet. Wir gucken mal kurz rein. Gab es da schon Änderungen zu? Bisher immer noch alles auf normal, selbst bei recht kühlen Tagen. Mal gucken, wann das gefixt wird, dass das hier ordentlich angezeigt wird. Aber wir können davon ausgehen, dass halt an solchen kühlen Tagen, dass da, wie gesagt, die Fische vielleicht eher an der Oberfläche gefischt werden. Und bei solchen wärmeren Tagen, naja, dann war vielleicht eher in der Tiefe oder im mittleren Wasser. Das gilt es halt immer noch zu testen. Bis zum 3.6. 2 Uhr nachts gilt der Happy Hour Bonus für alle Spieler. Also jetzt die Zeit nutzen für alle, die sich normalerweise kein Premium leisten. Die können jetzt Gas geben. Also reinloggen, sofort Gas geben mit allem, was essentiell ist. Und das befindet sich auf der Taste O. Das heißt, wir gucken rein, wo fehlen hier noch Prozente. Alles klar, Köderbeschaffung, Kunstköder ist vielleicht nice to have, aber das ist halt Endgame. Aber Angelfutterzubereitung, Köderbeschaffung und natürlich dann zum Schluss noch Prozente machen, sozusagen in dem, was man quasi primär quasi angelt. Aber als allererstes Köderbeschaffung und Angelfutterzubereitungsskillen. Also dafür dann auf N drücken und hier Gas geben in Angelköder herstellen und in der Futtermische. Es gibt natürlich auch Infovideos auf dem Kanal, wie man da am besten vorgeht. Reingucken, skillen, lernen, weiterkommen im Game und besser werden im Game. Für alle, die schon Premium haben, verdoppelt sich die Laufzeit der Happy Hour. Das heißt, wir haben jetzt also mit Premium 2 Stunden Happy Hour. Also ganz easy durchziehen. Wenn man da vielleicht noch die letzten Prozente am Nordmeer machen will, zack, schön 2 Stunden Happy Hour Bonus. Das sollte doch jetzt in der Zeit machbar sein. Eine extra Info dazu gibt es auch nochmal. Achtung, wenn ihr den Happy Hour Bonus aktiviert, also es hat ja jetzt gerade jeder Happy Hour, das heißt, du aktivierst die Happy Hour, wenn du auswirfst, irgendwas machst, was Skillpunkte bringt und anschließend dir Premium holst oder so ein Premium-Abo-Token aktivierst, da gibt es ja die verschiedenen Token, dann verdoppelt sich die Dauer des Bonus erst bei der nächsten Aktivierung. Also, nicht denken, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade aus Versehen die Happy Hour gestartet, jetzt hole ich mir schnell noch Premium, dann habe ich automatisch 2 Stunden. Nee, am nächsten Tag dann quasi erst verdoppelt sich dann die Aktivierung oder aktiviert sich die Verdoppelung so rum. Am nächsten Tag mit dem nächsten Aktivieren der Happy Hour geht's dann los. Dann gibt es tatsächlich auch noch Rabattaktion vom 22., also von heute vom 22.05. bis zum 3.6. Gold und Premium reduziert zum Geburtstag 25% Rabatt mal wieder auf die Premium Tage und auf Gold. Also, zack, Goldmünzen reduziert. Wir hatten zuletzt nochmal Nachfragen, was kostet dies und was kostet das, was kostet die und die Route. Und dann gucken manche in den Shop und gucken, was kostet die Rolle. 225 Silber nehmen wir jetzt mal. Und dann sagen die, ah, alles klar, das kostet 200 Euro.
Man kauft sich natürlich Ette hier. Ein 200er Paket. Also das hier kommt weg. Man holt sich ein 200er Paket. Und dann holt man sich nochmal ein anderes Paket dazu oder zwei andere Pakete. Hier oben einzutippen ist nicht so smart. Auch wenn es hier nochmal Prozente gibt, die Paketpreise sind die günstigeren. Für manche Experten, die sich denken, ja klar, Alter, ich brauche genau 473 Gold, alles klar. Nee, macht keinen Sinn. Also, reingehen, hier so ein Paketpreis sich raussuchen oder man holt sich mal irgendwie 5 Gold oder 10 Gold zum Umskillen, wenn man mal eine neue Skillung ausprobieren will oder mal seine alte Anfängerskillung mal ein bisschen korrigieren will, dann setzt man mal alles zurück. Und dann skillt man mal vernünftig. Auch dazu einfach mal gucken, ich verlinke es doch mal, wie richtig skillen, sämtliche Ideen und Überlegungen, wo man seine Skillpunkte sinnvoll einsetzen kann. Und dann haut man da mal eine richtige Skillung rein ins Game. So, was gibt's denn jetzt für News? Das Event gucken wir uns natürlich auch noch an. Also, Jubiläumsherausforderungen. Und sie laufen bei mir schon. Also, gleich direkt Gas geben hier. 60 Tage lang Zeit mit dem ersten Einloggen. Alter, fancy gemacht. Sehr, sehr cool. Cooler Style. Und wir haben hier wieder Non-Premium und Premium-Aufgaben. Also draufklicken und ab geht es. Fange am Moskitosee einen Kaulbarsch mit einem Gewicht von mindestens 80 Gramm. Sollte in der Nacht jeder hinkriegen. Regenwurm, Mistwurm, gib ihm. Zu allen Fischen, die ihr hier findet. Es gibt auf dem YouTube-Kanal zu jedem Fisch, zu jedem Gewässer Videos, Infos, verschiedene Spots. Wie angelt man auf diese Fische? Reingucken, testen und dann lübt das Ganze auch ratzfatz. Also das wird gar kein Problem sein, diese Aufgaben zu erledigen. Ich guck mal eben durch. Gibt es hier vielleicht irgendwas dabei, was schwierig ist, was tricky ist, was wirklich eine Challenge ist? Aber das hier ist natürlich absolut easy. Am Moskitosee bei Nacht ein Kaulbarsch, kein Problem. Giebel mit einem Gewicht von 1,2 Kilo, überhaupt kein Problem. Fange ein Döbel mit einem Gewicht an der Belaya. Leute, wir angeln jeden Freitag an der Belaya. Also, gar kein Problem. Silbrige Köder, verschiedene Farben an Ködern testen. Ein Kilo, gar kein Problem. Und wenn ihr Grundangler seid, raus mit den Insekten. Sowas wie einen Grashüpfer und fertig. Da gibt es dann erstmal nur Schoko dazu. Was haben wir hier? Perlgraupenbrei. Was haben wir da? Fange mit Perlgraupenbrei 7 verschiedene Fischarten am Moskito und Windenbach. Gar kein Problem. Selbst auf kleinen 18er Haken. Also kleine Haken verwenden, 24er bis 18er. Und es geht nur um verschiedene Fischarten. Zack, 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 schnell erledigt. Fange mit der Kunstködermontage 5 verschiedene Fischarten an der Belaya. Bachforelle, Esche, Döbel. Den schließen wir direkt doppelt ab. Dann haben wir einen Rapfen, möglicherweise noch einen Taimen dran oder einen Hecht und dann haben wir es doch. Oder es geht ein Barsch rein, easy peasy, Barsch geht auch rein. Also, gar kein Problem. Fange einen Flussbarsch mit einem Gewicht von mindestens 1,2 Kilo an der alten Festung. Gibt es auch schon Videos zu, alte Festung, unterer Bereich, wo die Birken sind, gib ihm, gar kein Problem. Da, so, das haben wir auch. Fange 10 verschiedene Fischarten mit einer Stipprute an der alten Festung. Ja, ist ein bisschen eine Challenge, wird ein bisschen Zeit brauchen, aber auch da klein reingehen, einfache Köder verwenden, Zuckmückenlarve, Teige, einfach mit dem Regenwurm, mit dem Mistwurm geht richtig viel. Fange mit der Jig-Montage am Koori 5 verschiedene Fischarten. Ja, auch das wird ein bisschen dauern, aber auch das wird funktionieren. Gerade auch die Saiblingsarten, da dann natürlich mit relativ kleinem Setup auch wieder reingehen. Überall, wo man verschiedene Fische fangen will, einfach ein bisschen kleiner reingehen, dann klappt das schon ganz gut. Aber wie gesagt, wird ein bisschen eine Challenge, wird ein bisschen dauern. Fange 10 verschiedene Fischarten am Bärensee mit einer Picker- oder Fiederrute. Das könnte ein bisschen eine Challenge werden. Auch das ist eine Herausforderung. Ja, also wenn man natürlich kleines Setup nur hat, muss man natürlich klein reingehen.
Und dann wird man da auch zum Teil ordentlich in den Drill reingehen. Also, hier haben wir schon ein bisschen eine Challenge drin. Gucken wir weiter, Stufe 4. Fange eine Güster mit einem Gewicht von mindestens 650 Gramm an der alten Festung. Auch da mal reingucken, auf dem Kanal, alte Festung. Und da gibt es verschiedene Güster-Videos, wie und wo man an der alten Festung auf Güster angelt. Fange eine Barbe mit einem Gewicht von mindestens 5 Kilo am Bärensee und nebenbei am besten noch die Albino-Barbe. Haben wir ja jetzt vor ein paar Tagen noch geangelt. Auch da gibt es ein aktuelles Video zu. Auch mit natürlichen Ködern testen, sowas wie Weizenkorn, Käse, Tauwurm, also Honigteig ging zuletzt auch wieder. Einfache Köder auch fürs Barbenangeln testen, da muss man nicht unbedingt mit Pellets oder sowas rein oder mit Goldködern. Fange 6 verschiedene Fischarten mit einem Wobbler am Wolchow. Das könnte auch ein bisschen tricky werden. Bin ich gespannt. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen suchen, aber wird schon gehen. Auch da wieder Barsch, Hecht. Dann haben wir den Ladoga-Lachs. Wir hätten den Rapfen vielleicht noch. Und einen Döbel kriegen wir auch noch mit rein. Aber ja, könnte schon ein bisschen tricky werden. Fange mit einer leichten oder ultraleichten Rute mit einem Spinner am Koori 5 verschiedene Fischarten. Da habe ich schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen, weil das natürlich deutlich Spieler, tja, so ein bisschen ausschließt sozusagen. Ne? Leicht oder ultraleicht. Andererseits kann man es schaffen, mit dem Anfänger-Setup, was man schon bekommt. Gratis sogar. Man kann es sogar schaffen mit der Ersatzroute. Die ist, das ist eine Leitroute. Sollte eigentlich gehen. Ja, ja, ja. Für alle, die das, also die kleinen Fischarten, wird tricky. Ich würde es, glaube ich, vom Boot aus probieren. Ich würde es mit super kleinen Ködern probieren. Relativ ufernah probieren, was da geht. Und vielleicht gehen da auch so Zwergmarinen und sowas alles mit rein. 5 Stück sollte an für sich gehen. Fange eine Goldschleie am Bärensee, braucht einfach Zeit, wird lange dauern, aller Falle, ja, da muss man ein bisschen sitzen. Fange an der Wolchow eine Zerte mit einem Gewicht von 1 Kilo, ja, auch das tricky, aber da gibt es hier eine super geile Campinglampe dazu, Anniversary Edition Campinglampe, da muss man auf jeden Fall rein, das ist ja nice. Fange eine Seewarnforelle von mindestens 4 Kilo am Koori. Ja, braucht mal ein bisschen Zeit, aber klappt. Fange einen Zander mit einem Gewicht von 5 Kilo an der Sura. Wo auch sonst, perfekt. Fange 10 verschiedene Fischarten am Donetz mit einer leichten oder ultraleichten Posenrute. Ja, auch schon wieder tricky, aber ja, machbar. Fange einen Ladoga-Lachs mit einem Gewicht von mindestens 7 Kilo am Wolchow. Dann würde sich das da oben schon wieder abschließen. Also müssen wir auf dem Ladoga-Lachs suchen. Schwierig. Ich hoffe, dass der ein bisschen besser funktioniert. Ein Sichtling mit einem Gewicht von 1 Kilo. Absolut machbar. Gar kein Problem. Fange verschiedene Fischarten an der Sura mit Winkelpicker-Routen. Kann nicht jeder. Hat nicht jeder die Winkelpicker. Dafür gibt es dann eine neue 2000er Rolle, 4,9er Übersetzung, Bremskraft, die 2000er als, okay, Leitangeln, genau, große Zugkraft, schönes Ding, sehr schön, das ist die alte UDSSR Rolle sozusagen, als überarbeitet, und dann gibt es hier, wenn man es abschließt, Belohnung für das Abschließen aller Etappen. Dann bekommt man 3 Tage Premium, nochmal eine Special Edition Stipproute. Ja, das ist gut gelöst. Und 7 Jahre Jubiläum. Finde ich gut, finde ich fair gemacht. Ist eine Challenge, die man wahrscheinlich auch, wofür man länger braucht, aber das ist nicht unmöglich. Also das ist schon gut gemacht. 7 Jahre Route und so ein Aufsteller dazu. Hat man ein Ziel, kann man sich ein bisschen was erarbeiten. Können wir uns die nächsten Wochen schön austauschen untereinander. Wir haben 60 Tage Zeit. Ich höre schon das Mimimi. Wir haben 60 Tage Zeit zum Abschließen. Und ich denke, in der Zeit wird man es schaffen, selbst wenn man sich einen neuen Account macht, wird man es schaffen, das abzuschließen. So, Premium
für Premium-Abonnenten. Theoretisch, wenn du ein Fuchs bist und schnell bist, schaffst du vielleicht sogar auch hier natürlich, dir das Premium zu holen. Wird ein bisschen dauern, aber nach dem Premium, dann mit 3 Tagen Premium, gucken wir natürlich hier rein, scrollen direkt einmal durch, was ist super nice, was wollen wir haben. Guck mal hier, Alter, eine Natura 8000 Special Edition. Aber das nur, wenn man alles schafft in 3 Tagen. Und das könnte tricky werden. Wir gucken gleich mal rein. Was gibt es hier? Eine Spinroute. Ah, eine Light-Spinroute gibt es hier. Okay, okay, okay. Ja, das wäre natürlich dann ein Ziel. Was haben wir hier? Pure Waggler. Oh, 3 verschiedene Waggler. Okay, wir gucken mal von oben und nach unten durch. Was ist Premium? Fange an der Belaie einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 1,2 Kilo mit Insektenködern. Kein Problem. Easy peasy. Schon mehrfach gemacht. Auch in einem Belaie-Turnier. Klappt. Fange einen Fisch mit einem Gewicht von 5 Kilo an der alten Festung, überhaupt kein Problem. Fange am Koori Bachsaibling mit einem Gewicht. Ja, haben wir hier oben schon gemacht. Jiggen am Koori, da werden die Bachsaiblinge reingehen. Also, gar kein Problem. Erstes Ding durch. Fange am Wolchow 6 verschiedene Fischarten mit einem Gewicht von mindestens 1 Kilo. Gar kein Problem. Wird passen. Fange 5 verschiedene Fischarten mit einem Gewicht von mindestens 3 Kilo mit einer Pickerroute am Kupfersee. Kein Problem, wenn man das Level hat. Oder sich den Zugang holt, kostet 300 Silber, kann man machen. Also durchaus machbar. Fange am Koori einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 7 Kilo. Ja, ich würde sagen, ab auf Seeforelle gehen ist am leichtesten und Attacke. Anglerfrühstückstee, sehr schön. Fange am Wolchow mit einer Fiederrute eine Brasse. Ja. Gibt es 71-100, klassischer Brassensport, nachts rein damit, gib ihm, kein Problem. Fange sibirische Plötze, oh, die sibirische Plötze mit einem Gewicht von mindestens 800 Gramm am Donetz, mein Endgegner. ja, werde ich machen, ja, mache ich. Fange einen Trophäenfisch am Moskito Windenbach oder Alte Festung. Ja, wird einfach aus Versehen reingehen. Wird aus Versehen reingehen beim Angeln an den Gewässern, sage ich euch. Entweder geht da ein Kaulbarsch aus Versehen rein, ein Barsch geht aus Versehen rein oder am Windenbach geht irgendwie was rein. Also gar kein Problem, irgendwo wird eine Trophy nebenbei reinballern. Passt schon. Ich würde es wie gesagt mit den kleinen Dingern hier, Kaulbarsch und so probieren, geht am ehesten mal was rein. Fange einen Fisch mit mindestens 3 Kilo, welcher während der Nacht am Donetz gebissen hat. Alter, okay, das ist ein bisschen tricky, das ist aber nice, kann man mal schön in der Nacht mal eben einen 3 Kilo Kutum fangen. Das ist doch wohl gar keine Sache, gar kein Problem, 3 Kilo Kutum und dann fertig. Fange einen Marmor und einen Silberkarpfen an der Sura. Ja, ein bisschen tricky. Ich werde zu dem, zu meinem Trophy-Spot gehen. Natürlich auch verlinkt. Nicht verlinkt, nee, aber ist zumindest auf dem Kanal zu finden. Trophy-Silberkarpfen-Spot. Marmorkarpfen geht da vielleicht auch rein. Oder einfach am 7. Na, wobei das sind eher die Wildkarpfen. Ich würde weiter oben probieren an der Sura. Muss ich auf jeden Fall ein bisschen suchen. Fange mit einer leichten, ultraleichten Pose Rotfeder mit einem Gewicht von mindestens 1 Kilo an der Sura oder am Donetz. Ja, kriegen wir hin. Handgefertigtes Kunstköder-Set. Okay, eine schöne Box. Und da sind dann verschiedene westsibirische Köder. Okay, aber eine coole Box. Solche Boxen wären nice im Game zum Verschicken. Wenn man sowas kaufen könnte in Game, wäre mega nice. Fange am Ladogasee einen der aufgeführten Fischarten mit einem Gewicht von 1,5. Wolchow-Renke, Foxy-Renke, Ladoga-Renke. Haben wir zuletzt noch ein Turnier gemacht. Attacke Vollgas, gar kein Problem. Also, gar kein Problem, kriegen wir locker hin. Gibt es auch viele Videos schon zu, wo man diese Fische fängt. Sollte passen. Fange an der Sura einen Rapfen mit einem Gewicht von mindestens 4 Kilo. Sura-Rapfen habe ich meine Trophy abgeschlossen. Am besten mit Top-Water-Köder. Kann man vom Land aus machen. Unterhalb der Sura, fast am Ende der Sura, hinter der Insel, da der Bereich, da geht das los. Fange 6 verschiedene Fischarten aus der Liste am Berni. Ja, einfach mal eine Stunde angeln am Berni mit verschiedenen Ködern, Attacke Vollgas. Dann gibt es hier ein Twin Ball Set. Muss ich mal reingucken, was ist denn das, Alter?
Okay, was haben wir dann als nächstes? Fange 5 verschiedene Fischarten mit einem Gewicht von mindestens 1,5 Kilo am Ladoga-See mit Kickback-Rig. Ja, schafft man. Kriegen wir hin. Fange einen atlantischen Lachs mit mindestens 15 Kilo am Wolchow-Ladoga-See oder Archipel. Alles klar, wir müssen zum Archipel. Ganz klarer Fall. Welcher Köder da am besten funktioniert? Einfach mal ein paar Tage warten. Irgendwer wird schon den passenden Köder rauskriegen. Und dann geht Attacke Vollgas ans Archi. 15 Kilo Atlantischen wird ein bisschen dauern. Man braucht ein fettes Setup. Ist auf jeden Fall eine Challenge. Und es ist noch herausfordernder am Wolchow. Und es ist, ich würde sagen, fast unmöglich am Ladoga-See. Aber toi, 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 wer es da probiert. Ich habe es schon mehrfach probiert. Äußerst selten, dass da irgendwie was reingeht. Wolchow, ja, tricky, kann passieren. 15 Kilo, das ist extrem hart. Extrem hart. Fange einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 12 Kilo an der alten Festung. Bernsteinsee, Kupfersee mit einer Pickerroute. Mindestens 12 Kilo, alte Festung. Ja, Fiederroute und so weiter, gar kein Problem. Alte Festung, oben links, 21,67, der klassische Karpfenspot. Kartoffel reinhalten, ab geht es. So, was haben wir als nächstes? Fange mit einem Blinker 8 verschiedene Fischarten am Archipel. Cooles Dingen, sehr schön, dass da nicht immer nur mit dem Wobbler rumhantiert wird. Und ja, klappt super gut. Hatte ich zuletzt noch gesehen in einem Video von Magic Fruit Deer. Der war da unterwegs am Archi, ganz jungfräulich sozusagen als unerfahrener Angler und hat einfach mal einen Blinker reingeballert und es hat funktioniert. Also einfach mal unvoreingenommen und nicht mit diesen immer gleichen Vorgaben im Kopf reingehen ans Wasser, einfach mal anders angeln und hier werden wir quasi genötigt dazu. Und ich bin mir sicher, dass da auch ein bisschen was funktionieren wird. Also 8 verschiedene Fische am Archi. Sehr, sehr, sehr nice. Fange am Ladoga-See oder am Ladoga-Archi mit einer ultraleichten Stipprute. Das wird wieder ein bisschen tricky. Das wird tricky. Und auch da ist man gezwungen, auf ultraleichte Stippe zu gehen. 15 verschiedene Fischarten. Das ist tricky und das wird auch nicht jeder schaffen, gehe ich mal von aus, einfach weil es so viele Fischarten sind und weil man gezwungen ist, auf Ultralight zu gehen. Also wie gesagt, das wird nicht so easy, bin ich gespannt. Fange 5 seltene oder sehr seltene Fischarten von den ausgeführten Gewässern. Nochmal, fange 5 seltene oder sehr seltene Fischarten von den ausgeführten Gewässern. Also an den Gewässern 5 seltene, ja gut, Kupfersee. Ja lol, einfach ab an Kupfersee. Was hatte ich letztens in einer Stunde? Gibt es auch jetzt zuletzt vor 3 Tagen noch ein Video. Ich glaube, ich hatte 13 verschiedene seltene Fischarten. Einfach nicht Arten, aber 13 verschiedene seltene. Also Kupfersee auf jeden Fall, go go. Bernie könnte auch noch gehen, Archipel ist mir, glaube ich, ein bisschen zu tricky, Achtuba auch ein bisschen tricky, also ich würde sagen Kupfersee, Yama und Bernie, da sollte man das doch locker hinkriegen und dann haben wir es dann auch geschafft, also im Großen und Ganzen würde ich, was hatten wir gesagt, glaube bei 2 Sachen so ein bisschen das Ganze kritisch sehen, weil man eben spezielle Voraussetzungen braucht, verschiedene Sachen benötigt, alles in allem ist es allerdings auch machbar und wenn man eben noch ein bisschen was Special haben will, kauft man sich einfach nochmal eine Ultralight-Route, maybe. Ich meine, ich hatte es eh vor, mir eine Ultralight-Stippe zu holen, also die teuerste Ultralight-Stippe, die schwerste, aber man kann das auch mit kleinerem Setup machen. Es wird aber eine Challenge. Also es gibt ein bisschen eine Herausforderung, wir werden mit Sicherheit viel zu tun haben und im Discord unten tauschen wir uns wie beim letzten Mal natürlich wieder aus. Wo läuft es am besten? Was geht am besten? Von daher einfach mal reinschauen ins Discord. Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Wenn ich dir mit dem Video geholfen habe, hilfst du mir mit dem Kanalabo. Dickes, fettes Dankeschön dafür. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.